Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, wir sind hier im Riesenwellenstrand eigentlich schon wieder durch. Das ist ziemlich ärgerlich und schade. Aber gut, können wir nicht ändern. Wir müssen uns da leider jetzt durchquälen und uns eine andere Beschäftigung suchen. Wir könnten zum Beispiel den Yeti erlegen, aber das möchte ich jetzt gar nicht machen. Nein, ich möchte jetzt eher was anderes machen. Und zwar möchte ich jetzt kurz mal den Spielstand wechseln, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich heute Pflanzen gegen Zombies aufnehme. Deswegen habe ich heute mitten in der Nacht noch die heutige Piñata-Party gemacht. Ich gehe ja zurzeit meistens erst 3, 4, 5 ins Bett und habe da die Piñata-Party gemacht gehabt. Jetzt schauen wir mal. Habe ich die hier auch gemacht? Ich habe die halt gemacht, um einfach ein bisschen Dias zu farmen. Schauen wir mal. Ja, perfekt, da sind sie. Ich bin jetzt mal kurz auf meinen privaten Account gegangen. Ihr seht, im privaten Account bin ich noch gar nicht so weit. Da habe ich mir noch gar nicht so viel Zeit genommen. Aber hier können wir die heutige Piñata-Party spielen. Dann seht ihr die auch mal. Und zwar lernen wir da die Lenkdistel kennen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Geld habe ich hier auf dem Account. 3000, also auch nicht gerade viel. Naja, dafür habe ich hier schon mal 2 Bonis. Das ist gut. Fressen hier schon mal. Ich weiß ja schon, was die Lenkdistel kann. Von daher ist es für mich jetzt natürlich gerade sehr vorteilig. Das ist sehr gut. Aber ich bekomme gerade keine Pflanze. Das ist ärgerlich. Ich brauche Pflanzen, Leute. Ich brauche Pflanzen. Hallo? Bekomme ich jetzt keine... Oh, wie fies. Das ist fies. Als ich diese gestern... Oh, endlich. Als ich die nämlich gestern gespielt habe, das erste Mal, die Lenkdistel, habe ich sofort eine Pflanze bekommen. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier mit denen auch ein bisschen arbeiten. Und zwar, könnt ihr euch noch an das Kätzchen erinnern, das man auf die Seerosenblätter setzte? Im Endeffekt ist es genau das gleiche, nur mit dem Unterschied, dass es halt hier Disteln sind. Finde ich sehr, sehr cool gemacht, muss ich echt sagen. Finde ich äußerst, äußerst cool. Eine sau, sau geniale Idee. Also ich finde es ganz, ganz klasse. Da haben sie sich echt was Schönes einfallen lassen. Allerdings, es ist sehr schade, dass wir erst sehr spät welche bekommen haben. Weil jetzt haben wir erst 4 und es kommt schon der dritte Schub an Zombies. Es hätte schon ganz schön knapp werden können. Aber gut, wir werden das schaffen. Wir geben unser Bestes. Hoffe ich. Und unsere Disteln hoffentlich auch. Oder manche sagen ja auch Disteln. Ich sag Distel. Ich weiß nicht, warum viele Distel sagen. So, ich setze sie mal dahin. Gut. Oh, oh. Oh! Die sind aber auch stark. Ich mag die, die sind echt cool. Also wenn es nach mir geht, die Pflanze holen wir uns auf alle Fälle. Ich hoffe, dass wir sie bekommen. Angeblich soll sie circa bis Ende Dezember da sein. Hört sich noch einen guten Plan an. Sollten wir schaffen. Setzen wir mal dahin. Die sind schon echt schnell. So, jetzt holen sie sich den. Dann packe ich die da jetzt erst weg, weil ich dann... Habe ich jetzt nicht weggepackt? Schade. Hier. Weil die kommen... Ach, oh, jetzt kommt gerade so einer durch. Naja, egal. Weil ich glaube, dass die Distel... Ja, ich will sie lieber hier hinten hinsetzen. Bevor wir da irgendwie in die Bredouille geraten. Das muss nicht sein. Die sind echt stark. Die sind so krass stark. Das ist der Wahnsinn. Und wie sie sich aber auch anhören. Die fressen sie jetzt. Ist mal wurscht. Dann sind sie wenigstens ein bisschen aufgehalten. Die hatte ich mit Düngereffekt. Natürlich jetzt ärgerlich, weil wir dadurch jetzt natürlich den Düngereffekt verbraucht haben. Aber gut. Also in der Let's Play-Welt haben wir den dadurch jetzt verbraucht. Oh oh. Oh oh. Komm. Das wird jetzt mal auspacken. Die fetzt da voll rum. Das ist der Wahnsinn. Müssen wir nochmal machen, weil ich will meine Disteln hier nicht verlieren deswegen. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Da kommt zwar jetzt ein Gargantua in dieser Welt. Aber es hilft nicht, bevor wir da irgendwie Abstriche ziehen. Nee, nee, das muss nicht sein. So, setz die jetzt einfach mal daher. So als Barrikade. Ich hätte sie hier hinten lieber gehabt, aber gut. Kommt man ja jetzt vielleicht hier hinten anfangen, die dahin zu setzen. Weil die Gargantuas dann wenigstens richtig schön abhalten. Komm. Danke. Nee, noch nicht? Jetzt oder? Okay. Dann haben wir nämlich da auch schon mal bessere Chancen. Und jetzt müsste auch bald ein Gargantua kommen. Und wir haben zum Glück noch einen weiteren Dünger bekommen. Das ist schon mal gut. Hat man da hin? Und da kommt auch schon der Gargantua. Oh, 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 oh. Ob er den kaputt macht? Ja. Ach, da kommt der Gargantua. Habe ich jetzt auch kein Problem damit. Kommt, meine lieben Disteln. Ihr müsst das schneller machen. Ihr müsst das schaffen. Ich mag die Pflanze. Also die will ich mir definitiv holen.
Also da ohne Widerrede, definitiv. Da führt kein Weg an der vorbei. Die müssen wir haben. Packen wir da dazwischen dann immer wieder mal hin. Erstens, weil sie die Zombies hier richtig schön beschädigen. Und zum Zweiten, weil der Gargantua dadurch natürlich auch nochmal verlangsamt wird, weil er dreimal draufschlagen muss. Weil er ja alle Pflanzen zerstören will. Dann werden wir jetzt hier einmal mit dem Dünger durchfetzen. Damit wir hier gleich ein kleines bisschen mehr aufräumen. Weil gerade wird es mir dann doch fast ein bisschen zu kritisch. Möchte da hier das nicht verlieren. Das wäre sehr, sehr schade. So, jetzt haben wir auch ziemlich... Ja, machen wir noch einmal, komm. Sicher ist sicher. Weiß ich wenigstens, dass auch wirklich alles hinhaut und der nächste Gargantua kommt. Oh, ich weiß, dass ich das halt gerade noch so wegen dem Düngereffekt geschafft habe. Das ist mein Problem. So, der ist down. Ist gut. Setzen wir noch einen vor den Latz. Sicher ist sicher. Die Disteln gehen auch gerade alle relativ schön auf ihn. Das ist gut. Okay, wir schaffen das. Außer halt, wenn einer von den Zombies ein bisschen weiter vorprägt, dann macht das natürlich vorher, ist klar. So. Der ist schon cool. Also, der ist schon richtig, richtig cool. So, hier kommt. Oh, down, einwandfrei. Gut. Okay, da hat er Schaden genommen dadurch. Ist auch gut. Oh, und dir. Brauchen wir auf dem Account nicht wirklich. Und auf dem Account will ich mir die Distel nicht unbedingt holen. Wichtig ist mir, dass ich sie auf dem anderen Account bekomme. Komm, 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 komm. Ihr müsst ihn angreifen. Schneller. Die Distel da oben gibt auch gleich nach. Nein. Okay, gut. Mal hier noch eine zweite Bombe hin. Dann fetzt es hier auch richtig schön. Die Geräusche von denen, ich finde die so knuffig. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wo kommt jetzt der letzte Gargantua? Oder wenn es mehrere sind, wo kommen sie? Ja, vielleicht ganz gut zu wissen. Weil da wollen wir dann auch die Stacheln hinsetzen. Schauen wir mal. Der müsste es zerfetzen. Ah. Gut. Kommt keiner mehr? Da habe ich jetzt auch nichts dagegen, wenn keiner mehr kommt. Aber ich würde nicht... Ich mal gucken. Mal gucken. Aber dann beschleunigen wir hier mal. Mal gucken. Jetzt sehen wir mal, wie stark die Disteln wirklich sind. Es sind hier wirklich gerade verdammt viele Zombies auf dem Feld. Ob sie da hinterherkommen, ich glaube ja nicht. Also es sieht ja nicht so feierlich aus. Also da müssen wir mit den Stacheln, glaube ich, ganz schön gut hinterherhelfen, dass wir es schaffen. Aber schau dir das an, wie die da aufräumen. Gigantisch. Die Rasenmäher haben wir auch noch mal davon abgesehen. Aber es ist ja gigantisch, wie die da hinterherfetzen. Wow. Wow. Schau dir das an, wie hier... Schau dir das an, wie die hier noch aufgeräumt haben. Die sind so OP. Ja gut, OP vielleicht nicht unbedingt, aber sie sind echt verdammt gut. Wow. Zack, zack. Na komm mal auf. Neues Kostüm. Das habe ich doch schon. Komisch. Oder habe ich das nur auf dem Handy? Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe am Handy andere Kostüme als hier. Okay. Na gut, dann können wir hier aus der Welt wieder rausgehen. Und gehen wieder in die Let's Play-Welt rüber. Jetzt haben wir euch das schon mal gezeigt. Wow, genau einer. Habe ich aber ganz schön viele Dias hier auf diesem Account, muss ich schon sagen. Ja, ich habe das aber auch kaum gespielt, muss ich zugeben. So, das ist der Let's Play Account und da gehen wir jetzt drauf. Und da machen wir jetzt weiter. Drücken die Werbung wieder weg. Wundervoll. Und dann schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir spielen noch ein Level, aber hier drin brauchen wir kein Level spielen. Wir könnten einen Yeti noch schnell machen. Und dann werden wir die Zombies wieder lesen. Weil ihr wünscht euch das ja so sehr, dass ich die Pflanzen und die Zombies wieder vorlese. Das Schlimme ist, ich kann mir nicht vorstellen, wieso. Oh, 2250 Sonnen und 15 Pflanzen zur selben Zeit. Ach du Schreck. Okay. Die hat einen Düngereffekt. Den nehmen wir uns zunutze. Dann haben wir wenigstens auch eine Chance. Der hier hat leider keinen Düngereffekt mehr. Habe ich leider verbraucht. Könnt die noch mitnehmen, wenn wir sie jetzt schon haben. Sie ist immer nicht teuer. Machen wir das hier noch mit. Den hier zur Vorsicht. Ja, und das dürfte es dann eigentlich schon so ziemlich auch gewesen sein. Ich wüsste nicht, was man dann jetzt großartig noch hernehmen könnte. Von daher nehme ich jetzt nur noch irgendwas als Platzfüller mit. Gut. Fertig, Pflanzen.
Okay, wir müssen die beiden Anzeigen hier oben, müssen wir definitiv ein bisschen im Blick behalten. Und dann sollten wir das in der Theorie schaffen. Ich hole mir allerdings einen kleinen Startbonus. Weil, ihr wisst ja selbst, wie das so ist, man will den Yeti ja schaffen. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn wir den Yeti nicht schaffen würden. So. Will den jetzt noch gar nicht hinsetzen, aber es hilft nichts. So. Eine zweite machen wir auch noch. Aber mehr nehmen wir nicht an Sonnenblumen. Mehr wird es hier nicht geben. So, da kommt auch schon Dünger. Das ist gut. Habe ich kein Problem damit. Problem habe ich nur damit, dass ich die jetzt schon einsetzen muss. Ist halt immer sehr schade. Aber gut. Wir werden es überleben. So. Okay. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. So, Dünger. Tschakadu. So, perfekt. Jetzt läuft das schon mal ganz gut. Oh, wow. Könnte durchaus interessant werden, dieses Level. Könnte durchaus interessant werden. Wie wäre es mal mit ein paar mehr Sonnen? Das wäre jetzt ganz lieb und nett. Danke. Können wir hier schon mal aufräumen? Jack. Gut. Und dann vielleicht noch einen, bitte. Ein paar mehr Sonnen wären vielleicht noch ganz nett. Danke. Schneller. Schneller. Danke. Räumen wir hier auch gleich mal auf. So. Es hat schon mal ganz, ganz gut geklappt. Könnte man die da dazwischen reinpacken. Die ist echt cool. Wie die da aufräumt, ist bombastisch. Und hier vorsichtshalber noch mehr hin. Nicht, dass wir da noch Probleme bekommen. Oh, wow. Oh, wow. Kabusch. Danke. Ganz schön gefährlich hier. So, ein weiterer Dünger. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn wir hier erst einmal zumachen, mit dir nicht weiterkommen. Und dann werden wir den da hinpacken in die Mitte. Werden da den Dünger draufpacken. Ah, oh, schau dir das an, wie OP die Pflanze sein kann. Na, was will man mehr? Ich mag sie. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie funktioniert sehr gut. Hier frieren wir mal ein. So. Dann kommt auch schon bald die letzte Welle. Und der Yeti ist auch schon auf dem Weg. Na super. Den werden wir gleich mal wegräumen. Fupp. Haben wir den auch. Vier Pflanzen dürfen wir noch setzen. Ein paar wenige Sonnen dürfen wir noch ausgeben. Nimm mal viel. Ja, dann machen wir das immer so. So. Da gleich ein bisschen noch aufgeräumt. Kann man die hier noch ein bisschen slowen. Ich hätte die eine Pflanze mitnehmen sollen, die, die, na, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Wie heißt die Pflanze? Genau, die sie stilllegt da. Diese EMP-Pflanze. Wäre vielleicht noch ganz praktisch gewesen. Naja, nicht schlimm. Die macht gut Schaden. Aber jetzt dürfen wir keine Pflanzen mehr setzen. Zu Schluss. Weil wir haben nur noch 50 Sonnen übrig und wir haben außer dem Ding hier nichts, was irgendwie noch 50 bringen würde. Oder unter 50 ist. Deswegen keine Kirschbombe, auch wenn es verlockend ist. Wir wollen das ja schließlich schaffen. Kommt schon, Leute. Schneller, schneller, schneller. Schneller! Wir können aber auch beschleunigen. Dann wird es auch schneller gehen. Eieiei. Packen wir da noch eine hin. So als Überraschungsmoment. Dann haben wir alle Sonnen ausgereizt. Und wenn sie jetzt wirklich durchkommen sollten, dann kommen sie halt durch. Füllen wir den mal ein, weil der wird mal gefährlich gerade. Wobei, ausgerechnet, das ist ja der, wo es zerfetzen würde. Das war jetzt natürlich doof. Naja. Und Grabau. Tschüss. Den zerfetzt jetzt da gleich. Und patsch. Sehr schön. Und den wird es auch gleich zerfetzen. Komm schon. Komm schon. Kapatsch. Na also. Dann haben wir das Yeti-Level auch geschafft.
Wir müssen ja schauen, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen, weil keine Ahnung, wie schwer die zweite Hälfte vom Riesenwellenstrand wird. Und ich will es ehrlich gesagt nicht wirklich riskieren, dass wir dann hinterher Mordsprobleme haben, weil ich kein Geld farme. So. Dann gehen wir jetzt in das Kompendium. Kompendium, 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 Kompendium. Natürlich musste ich heute aufnehmen. Die Folge muss ja morgen online. Ha! Wonderful. So, okay. Und zwar habt ihr gesagt, dass ich hier aufgehört habe bei der hier. Dass ich die hier alle noch gar nicht hatte, wusste ich gar nicht. Na gut, dann werden wir bei der hier jetzt weiterlesen. Wo ich bei den Zombies aufgehört habe, weiß ich allerdings absolut nicht. Gut, also die Feldrübe. Feldrüben erzeugen ein Powerfeld, wenn sie gepflanzt werden. DJ Feldrübe hat mit seinem Hit Spür die Beete allen den Boden unter den Füßen weggezogen. Mit seinem neuesten Mix versprüht er Power pur. Das Problem ist, dass das hier halt wirklich täuscht, weil man am Anfang kostet das vielleicht 0, aber das nächste kostet, glaube ich, schon 250. Das wird ja immer teurer. Ja, wir lassen die ihr mal. Die sieht ganz witzig aus. Aber an der Stelle könnten wir hier schon mal gucken. Ja, geben wir ihm die, das ist besser. So, dann haben wir hier den Hypnopilz. Wenn Zombies Hypnopilze fressen, drehen sie sich um und kämpfen für dich. Besonderheit lässt ein Zombie für dich kämpfen, was du nicht sagst. Für den Hypnopilz ist es ein leichtes, Zombies auf die Seite der Pflanzen zu ziehen. Leider gelingt es ihm aber nicht, sie dazu bringen, wie Hühner zu gackern. Eines Tages schaffe ich das auch noch, ist er sicher. Sonnenpilze produzieren zuerst kleine, dann normale und schließlich große Sonnen. Ich bin mir sicher, dass ich das schon gelesen habe. Oh, sicher. Der Sonnenpilz ist für sein Dauergrinsen und seine sonnige Art bekannt. Aber selbst er kennt dunkle Tage. Immerhin ist es nicht leicht, die Sonnenseiten des Lebens zu sehen, wenn man im Schatten lebt. Ja, da haben wir nur diese komische Maske, die ich eigentlich ganz hässlich finde. Naja. Dann haben wir Pustepilze, sind Nahdistanzschützen, die für begrenzte Zeit leben. Der Pustepilz ist immer auf den neuesten sozialen Netzwerken dabei. Von Pilzbook über Pfifferxing bis Pustagram. Am meisten vermisst er die gute alte Zeit, in der man nur über das Mycel mit anderen Pilzen vernetzt war. Stinkpilze verschießen Stinkwolken, die allen Zombies in einem Bereich schaden. Eigentlich bin ich wirklich mit mir zufrieden, sagt der Stinkpilz, aber manchmal, wenn ich Spezialdünger kriege, kann ich sie hören, wie sie mich Ballonpilz nennen. Bestimmt wissen sie nicht, wie sehr mich das trifft. Die Sonnenbohne infiziert Zombies mit Sonne. Während ein Zombie Schaden nimmt, erzeugt er Sonnen. Als älteste der Geschwister Bohne findet die Sonnenbohne ihre jüngeren Familienmitglieder oft ganz schön anstrengend. Die Chili-Bohne ist irgendwie vulgär, die Laserbohne total abgehoben und die Federbohne einfach stinkfaul. Trotzdem, sie sind Familie und deshalb liebt die Sonnenbohne sie. Erbsnüsse können Erbsen verschießen und Zombies blockieren. Die Erbsnuss weiß, dass manche gegen sie allergisch sind. Sie versucht darauf Rücksicht zu nehmen, doch sie vermisst auch die guten alten Zeiten, in denen sie die beliebteste Nuss von allen war. Ach, ich mag aber Erdnüsse oder Erbsnüsse. Magnetpilze entfernen Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Trotz seines ungewöhnlichen Äußeren hat der Magnetpilz keine Probleme, Mädels kennenzulernen. Nur leider hält es nie besonders lange. Am Ende finden sie immer, dass er zu viel klammert. Och, der Arme. Schnapper verschlingen ganze Zombies, sind aber während des Kauens hilflos. Jeder weiß den Einsatz des Schnappers zu schätzen. Sein Appetit, na, hat die Pflanzen schon oft gerettet. Aber ehrlich gesagt denken seine Freunde, dass es eklig ist, Zombies zu essen. Und sein Atem erst. Niemand bringt es übers Herz, ihm das zu sagen. Und er versteht noch nicht mal den Hinweis, wenn man ihm ein Pfefferminzbonbon anbietet. Och Gott. Oh, da tut schon allen fast ein bisschen leid. Dann haben wir hier das Seerosenblatt zum Platzieren von Nichtwasserpflanzen. Nicht viele Leute wissen es, aber das Seerosenblatt fährt voll auf Square Dance ab. Sieh, wie das runde Blatt im Rechteck über die Tanzfläche fegt. Beim Tanzen ist es völlig entgrenzt. Schlingtang ist eine Wasserpflanze, die den ersten Zombie, der sich nähert, unter Wasser zieht. Schlingtang mag es tiefgründig. Immerhin hat er Philosophie studiert. Triff dich mit ihm auf ein Wurzelbier und fängt un... Was? Triff dich mit ihm? Ach so, auf ein Wurzelbier und er fängt ungefragt an über Nietzsches, also sprach Zucchini, oder Kants Kritik der reinen Topfpflanze zu reden. Ist ja ganz nett, aber manchmal wäre leichte Konversation doch etwas netter, oder? Frage ihn doch mal, wie das Wasser ist. Na super. Bowlingknollen können mehrere Zombies aus dem Weg bowlen. Größere Knollen verursachen mehr Schaden.
Rate mal, wer seit 5 Jahren die Ligameisterschaft dominiert. Na klar, das Team Bowling Knolle, sie haben einfach einen Lauf. Glaubst du, du und deine Kumpels können sie stoppen? Tja, träum weiter. Dann aber die Lenkdistel. Verschießt Suchprojektile auf die Ziele, die dem Haus am nächsten sind. Versuch erst gar nicht, die Lenkdistel zu vereimern. Sie weiß genau, was du vorhast. Wie ein Laserstrahl bohrt ihr Blick sich tief in deine Seele. Die hier haben wir noch nicht freigeschaltet. Die werden dann wohl in einem neuen Update kommen. Und dann haben wir noch die Geist-Pepperoni. Geist-Pepperoni suchen vorbeiziehende Zombies heim und explodieren nach einiger Zeit. Ob du es glaubst oder nicht, die Geist-Pepperoni trug nicht immer dieses weiße Bettlaken. Eigentlich hatte sie es nur einmal zu einer Halloween-Party übergeworfen. Alle anderen hatten aufwendige Kostüme, aber die Pepperoni fand es lustig, sich als das gute, alte Gespenst zu verkleiden. Lange Rede, kurzer Sinn, die Pepperoni verliebte sich in ihre Verkleidung und hatte ihre Berufung gefunden. Oh, wie knuffig. Aber damit verabschiede ich mich leider auch schon wieder für heute. Diese Folge hat hier ein Ende gefunden. Wenn ihr noch wisst, wo wir bei den Zombies aufgehört haben, die vorzulesen, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob mir das schon in die Kommentare geschrieben wurde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier schon einige gelesen hatten. Hier fehlt einer. Da wird schon noch kommen. Wer auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ist das der Boss? Wird der Boss hier nicht angezeigt? Habe ich den Boss nicht gemacht? Sollte ich den Boss nochmal machen? Es kann sein, dass er deswegen nicht hier drin steht. Naja, müssen wir halt den Boss nochmal machen. Dann wissen wir, was wir nächste Folge zu tun haben. Sonst hätte ich nämlich einfach gesagt, wir lesen einfach hier weiter. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass wir die schon mal gelesen haben. Nee, das haben wir nicht gelesen. Naja, schauen wir mal. Ich verabschiede mich jedenfalls für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.